Im gestrigen Marktgeflüster hatte ich die Frage gestellt, wie kann es sein, dass sinkende Werte, sinkende Substanz mit höheren Preisen bezahlt wird? Und heute Nacht, respektive gestern, hat ein US-Investor da eine Idee gehabt und gesagt, naja, in der Corona-Krise, da wächst das Geld auf den Bäumen. Die Rede ist von Michael Novogratz. Viele von Ihnen kennen ihn vielleicht, ein Bitcoin-Fan. Ein Investor in der Kryptoszene, der sagt, das Geld, das wächst auf den Bäumen. Ich habe als kleines Kind gelernt, dass es eben nicht auf den Bäumen wächst. Aber jetzt muss ich lernen, dass es auf den Bäumen wächst und das hätte maßgebliche Konsequenzen. Die Frage ist, was kommt denn jetzt zuerst? Ja, wir haben diesen Liquiditätstsunami, der sich von Regierungen und Notenbanken geradezu reinschüttet in die Wirtschaft und vor allem die Finanzmärkte, aber wir haben eben auch einen deflationären Schock. Wir haben den Zusammenbruch von Cashflows, Firmen, die kein Geld mehr verdienen, dazu gleich mal mehr. Schauen wir uns mal an, was gestern passiert ist eigentlich. Ich sprach über sinkende Substanz, sinkende Werte und steigende Preise. Jetzt hat Credit Suisse gestern in einer Analyse gezeigt, dass gestern frühen Nachmittag US-Zeit der S&P 500 22,4% von den Tiefs des 23. März entfernt war. Das heißt, wir haben jetzt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, wenn die Prognosen über die Gewinne der Unternehmen eintreffen, die derzeit Konsens sind, hätten wir ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 19. Damit wären wir so teuer wie am 19. Februar, als die US-Indizes ein Allzeithoch erreicht hatten. Das heißt, wir haben absolut steigende Preise für eine Substanz, die offenkundig weniger wird. Jetzt ist eben das Kurs-Gewinn-Verhältnis in Relation so hoch wie an dem Allzeithoch, das wir kürzlich gesehen hatten. Es geht denn noch weiter. Wenn wir hier uns mal die aktuellen Bewertungskriterien anschauen, dann sehen wir, dass wir 60% Abweichungen von Durchschnittswerten haben, wenn wir das Ganze mal runterbrechen. Preis-Buchverhältnis, adjustiertes Price-Earnings, also Kurs-Gewinn-Verhältnis und so weiter und so fort. In anderen Kategorien wie dem Tobim-Q sind wir sogar 177% Abweichung, nämlich nach oben. Also die Aktienmärkte in den USA, die sind besonders teuer. Jetzt haben wir gestern einen seltsamen Kursverlauf gesehen. Der S&P 500 ist ja maßgeblich, wie alle anderen Indizes, dann deutlich gestiegen in der US-Session, um dann doch noch negativ zu schließen, nämlich mit 0,2%. Und das ist interessant, was da passiert ist. Das ist im Grunde das erste Mal seit der Finanzkrise, dass die US-Indizes Gewinne, Intraday-Gewinne von 3,5% dann komplett wieder abgegeben haben und sogar ins Negative gedreht sind. Jim Bianco zeigt hier, eben, dass der S&P 3,5% hier gestiegen war und seit April 1982 ist das erst dreimal passiert, dass solche Gewinne dann nochmal abgegeben wurden und der Index ins Negative drehte. Das war 3. Oktober 2008, 14. Oktober 2008 und 17. Oktober 2008. Also dieser Markt, der verhält sich wie im Jahr 2008. Das ist absolut auffällig. Und wir haben jetzt beim Dow Jones sogar über 4% lagen wir im Plus seit 1925, also seit 95 Jahren, sagt hier Jim Bianco, hat es das erst einmal gegeben, dass der Dow über 4% im Plus war, nämlich am 14. Oktober. Damals zwang oder bot der US-Finanzminister, damalige US-Finanzminister Hank Paulson, den US-Banken das sogenannte TARP-Geld an, also es war praktisch eine Stützung der Banken. Wir haben heute Nacht Aussagen von Sid Donald, der sagte, US-Dollar ist strong, Euro ist peanuts. Also er lobt jetzt den starken Dollar, den er ansonsten ja eher fürchtet wegen der Exportchancen. Trump hat heute Nacht zwei Auftritte gehabt, einmal in dieser Pressekonferenz in Sachen Corona-Krise, das macht er ja täglich, dass er da auftritt, und dann ein Interview bei Fox, und da hat er gesagt, er hat Gespräche mit Putin und den Saudis über Öl gehabt, das wird alles gut werden, und sagte dann, ja, wir werden die Wirtschaft eher früher als später wieder aufsperren. Und hier hat der Forex Live so ein bisschen die Relationen ein bisschen klar gemacht. Sooner rather than later, starting to look, wir gucken mal, wann wir gucken und so weiter und so fort. Kein Mensch weiß, wann das wieder überhaupt der Fall sein wird, denn dementsprechend weiß es auch nicht Trump. Alles sehr vage Aussagen von Sid Donald, um eben die Stimmung zu heben, und es hat im asiatischen
Handel dann geholfen, denn die Indizes, die drehten weiter nach unten, seit Trump dann gesprochen hatte und solchen optimistischen Sermonen gegeben hatte, ist es wieder ein bisschen nach oben gegangen. Aber schauen wir uns ein paar Realitäten an, die aktuell sind. Tesla hat jetzt angekündigt, dass man Pay Cuts machen wird, also Lohnkürzungen machen wird, Leute entlassen wird und bis 4. Mai die Produktion einstellen wird. Kürzlich hat der Markt da gejubelt über die Verkaufszahlen von Tesla oder über die Produktionszahlen von Tesla im ersten Quartal. Die haben Autos gebaut, die keine Sau kauft, aber egal, Aktie 15% im Plus, jetzt wird man erstmal die Produktion einstellen, die Aktie, die Autos kauft jetzt sowieso keiner. Und die Bewertungsniveaus, die sind erquickend. Das sehen wir auch bei zum Beispiel solchen Konzernen wie WeWork, diese ganzen Sharing Economy. Da ging es ja um Büroräume bei WeWork, bei Airbnb kennen Sie ja, geht es um Wohnraum, den man dann mieten kann sozusagen. Und wir sehen, dass hier die Zinsen in diesem Bereich, die Risikoprämien massiv nach oben gehen. Hier zum Beispiel die Rendite der Risikoprämie von WeWork Anleihen liegt jetzt bei fast 35%. Auch Airbnb, eigentlich ein Unternehmen, das gut aufgestellt ist, muss mehr als 10% Zinsen zahlen, weil einfach die Zukunft dieser Sharing Economy jetzt in Frage gestellt ist. Und wir sehen in Sachen Bewertung, dass diese Fallen Angels, das sind diese gefallenen Engel, also Unternehmen, die Anleihen herausgebracht haben, die Investment Grade waren, dann abgestuft wurden auf Junk, also auf praktisch Hochrisiko, hochspekulativ, dass die maßgeblich an Wert gewonnen hatten, nachdem sie sich halbiert hatten an Wert auf dem Tiefpunkt, jetzt wieder ein gutes Stück gewonnen haben. Aber das ist eben nach wie vor zu teuer angesichts der Zukunftsaussichten, die da der Fall sind. Vielleicht noch ein Wort. Ich zeige ja viel aus den USA. Warum tue ich das? Einfach, weil meine Informationen sozusagen das große Ganze eigentlich darstellen sollen, den Weltmarktkontext, wenn man so will. Und es ist nun mal so, dass eben der Markt gemacht wird in den USA überwiegend. Wenn die Wall Street hustet, dann kriegt auch der DAX eine Grippe. Und das ist eben das, was sozusagen hier die Weltmärkte bewegt. Das passiert überwiegend in den USA. Ich habe, als Deutschland sehr relevant war mit diesen neuen Gesetzen, KfW-Kredite etc., habe ich das versucht sehr ausführlich darzustellen. Aber derzeit ist eben wenig aus Deutschland zu berichten. Jetzt eben wieder USA. Und es ist eben so, dass eben hier das Zentrum ist, auch das Finanzzentrum der Welt, während etwa bei Heidi Klums Eltern in Bergisch Gladbach, wenn da ein Sack Reis im Garten umfällt, dann mag das den einen oder anderen interessieren, aber übergeordnet ist es eben nicht so interessant. Das als kurze Antwort an einige Kommentare. Wie auch immer, wir sehen, dass die Fed nicht alles wird kaufen können, wie hier ein Artikel des Wall Street Journals zeigt. Man wird sich auf das Wesentliche konzentrieren müssen, auf die Sachen, die wirklich wichtig und dringend sind. Nicht wirklich wichtig und dringend sind für die Fed erstmal Junk Bonds, und Non-Government-Backed Mortgages, also nicht durch Regierung besicherte Hypotheken. Man muss also jetzt sozusagen eine Wahl treffen, eine Triage machen, wenn man so will, wen man rettet und wen nicht. Das ist das große Thema, das große Problem. Abschließend vielleicht noch zwei Dinge. Wir sehen hier die Testkapazitäten, das, was an Tests durchgeführt wurde in Sachen Coronavirus, sehen wir auf Vereinigte Arabische Emirate deutlich vorne, dann Italien, dann schon Deutschland und die USA und die UK doch deutlich weiter hinten. Die Amerikaner haben auf 1 Million Leute, 1 Million Einwohner nur die Hälfte etwa bisher getestet im Vergleich zu Deutschland. Italien ist schon sehr weit vorne. Und so weiter und so fort. Und wir sehen hier, dass die Anzahl der Infizierten pro Millionen in Spanien am höchsten ist, überraschenderweise. Dann kommt schon die Schweiz, dann Italien, Belgien, Frankreich, Österreich, Deutschland, die USA noch hinter Deutschland. Auch das vielleicht von Interesse. Schauen wir uns jetzt mal ein paar Charts an, wie die Dinge sich hier darstellen. Wie gesagt, wir waren im asiatischen Handel. Da waren wir deutlich runtergekommen, nachdem die Wall Street gestern ja so schwach geschlossen hatte. Dann ging es weiter runter. Dann kam Sid Donald. Die Frage ist, wird das reichen, was Sid Donald hier gesagt hat? Wir sehen hier diesen Docht nach oben. Normalerweise kein gutes Zeichen. Normalerweise so ein Fake-Ausbruch. Das hier, wie gesagt, ist der Dow Jones, der Chart von Capital.com. Schauen wir uns mal den DAX an. Manche sagen auch, ich mache zu wenig Charttechnik und so weiter. Stimmt ja alles, aber Charttechnik machen viele, sehr, sehr viele. Ich versuche, kompakte, stringente Informationen zu liefern. Charts können alle sehen, die kriegen sie überall her. Und Charttechniker wachsen wie auf den Bäumen.
Das vielleicht nochmal in Analogie zu dem Titel. Wir sehen jetzt hier den DAX bei 10.214 Punkten aktuell. Es geht jetzt wieder ein bisschen runter, nachdem die Trump Fake News Rally ein bisschen hier leidet. Wir sehen auch, dass der Euro jetzt Schwäche zeigt, mithin der Dollar stärker wird. Der Donald hat ja gesagt, der Euro ist Peanuts. Und ja, wir haben natürlich einen massiven Konstruktionsfehler beim Euro. Und der Dollar wird wahrscheinlich stärker werden in den nächsten Wochen, wenn nicht Monaten. Aber übergeordnet ist der Dollar Konfetti, wie einst Mark Faber sagte. Dollar ist Konfetti, oder? Und dementsprechend sollten Sie vorsichtig sein. Im kurzen Zeitfenster ist es gut, Dollar-Liquidität zu haben. Im mittleren bis langfristigen aufgrund der ausufernden Verschuldung und totalen Unsolidität der amerikanischen Haushalte nicht gut. Auch die Weltwährung wird die USA nicht mehr stellen, weil wir den Abstieg der Amerikaner sehen. Von der absoluten Supermacht eben wird man ein bisschen vom Olymp runtergeholt. Wir sehen Gold 1644 und das amerikanische Crude Oil vor der für morgen geplanten Sitzung OPEC Plus hoch 2 durch 5 bei 28,65. Das wird eine spannende Geschichte. Heute Lagerbestände, gestern gab es die API-Bestände, deutlich gestiegen, auch Benzin deutlich gestiegen. Also die Lager sind zum Bersten voll. Das soll es erstmal gewesen sein. Das Geld wächst auf den Bäumen, ja, aber viele kommen da nicht dran. Die müssen sich so weit strecken und schaffen es trotzdem nicht, denn erst kommt der deflationäre Schock und dann wird das auf den Bäumen gewachsene Geld runterregnen und die Inflation kommen. Ich wünsche einen guten Start in diesen Tag, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.